Game-tastical. Gaming is our passion. Ja, hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei The Last of Us. Okay, wir haben soeben die neue Waffe hier erhalten. Schrotflinte. Mein allerneuestes Spielzeug. Und jetzt geht's weiter hier in der Story. Das ist eine Nagelbombe. Eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich das läuft. Alter. So, Nagelbombe. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch platziert werden. Okay. Nicht explodierte Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. Ja, so, cool. Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straße. Da hinten ist noch Zeug, das müssen wir auf jeden Fall noch einpacken. Nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten. Das läuft alles. Das packen wir hier alles ein. Alles, was geht. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. So, wir können ja vielleicht was bauen. Wir gucken mal. Joel braucht auf der Werkbank. Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, können wir die nicht. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. So. Für das Jagdgewehr könnten wir uns das kaufen. Für die Schrotflinte auch das Nachladetempo verbessern. Die Reichweite verbessern. Ich glaube, wir verbessern mal die Magazinkapazität. Geht nicht. Ah, wir haben keine Werkzeuge, okay. Daran liegt das. Können wir hier irgendwas bauen? In der Richtung? Naja, wir können hier noch so diese Bomben bauen, cool. Und eine Nahkampfverbesserung können wir nicht machen. Aber ein Messer können wir uns noch bauen. Das machen wir auch. Für die Klicker ist das sicherlich immer von Vorteil. So, Fertigungszeit. Heiltempo, Messermeister. Sammelobjekte, Artefakt, das wissen wir alles. Und jetzt gehen wir mal weiter und schauen mal, was uns erwartet. Ich möchte gerne diese Bombe mal aus der Hand nehmen. Laufe ich lieber mit der Schrotflinte rum. So, gehen wir hier mal hin. Schauen mal, was uns erwartet. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, da soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ja, sicher. Sicher behalten wir die im Auge. Die kleine, aber durchaus witzige Ellie. So. Ich dachte schon, wir müssen hier vielleicht diese Gasmaske aufsetzen, sah ein bisschen nach Spuren schön aus. Hast hier. Jetzt sind wir hier in der Kirche. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Okay, Zeit zu packen. So, und jetzt geht's da mal aus dem Fenster. Machen wir jetzt mal. Schauen wir, was uns draußen in der Welt erwartet. Dort. So. Die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Ja, sicher. Wollen wir mal sehen, was uns alles erwartet auf dem Weg zur Schule. Okay, hier geht's nicht lang. Hinten geht's weiter. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Echt eklig, ey. Ist da nicht. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Wollen wir mal sehen, was uns erwartet? Hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. Klicker. Klicker, Klicker, Klicker. So. Ah,
So, die haben wir schon mal erwischt. Wir haben nicht mal ein Messer hier. Der kommt zu dir! Boah. Nein! Jetzt geht das schon wieder los. Kann nicht wahr sein. So, die Batterie ist fast leer hier von unserem DualShock-Controller. Dann wollen wir die mal schnell aufladen, bevor wir weiter drücken. Und dann müssen wir wieder mal gegen die Klicker ankommen. Wir müssen mal vor allen Dingen zu einem Messer wechseln hier irgendwie. Können wir nicht wechseln zum Messer. So. Dieses scheiß Klickergesocks. So, das läuft. Mit der Schrotflinte läuft das. Ja, ich mag die Schrotflinte jetzt schon. Sehr schön. Aber wir haben natürlich die Munition, haben wir natürlich auch nicht überall. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, einigermaßen. Mit unserer Munition sparsam umgehen. Ja, das Mistvieh, das kotzt sich da aus. Wir können es wagen, hier lang zu gehen. Oh, ne. 2, 3. So, töte sie, komm. Oh Mann, ey, die gute Schrotflintenmunition. Oh Mann, ey. Bitter, aber die Schrotflintenmunition ist die beste bis hierhin. Oh Mann, das wird nämlich ganz knapp. So, das Vieh soll brennen. Jetzt rennt die auch dahin, das muss auch gleich anfangen zu abzufackeln oder was. Ja, sicher. Rennt auch. Immer die Schrotflinte halten. So, jetzt sind sie weg. Jetzt haben wir da so einen Prügel wieder. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Wunderbar. Da hinten ist auch noch was. So, möglichst immer die Augen sehr, sehr offen halten in diesem Spiel. Dass man halt auch... Moment. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Alter Lachs. Wieder zwei so Viecher. Wow, es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Ich wollte sie gerne anders erledigen, aber das ist, oh, was diese Schrotflinte einfach für ein Loch in die reinfetzt. Normal ist das nicht, ey. Da kommen ja die ganzen Gedärme noch raus. Junge, Junge, Junge. So, dann gehen wir hier mal weiter. Und wieder Klicker. Was auch sonst. Wo ist der Prügel überhaupt hin?
Da oben ist der. Ich wollte gerade sagen, wer brüllt da so? Komm, halt die Schnauze, du scheiß Mistvieh, ey. Muss ich den Prügel nehmen? Weil die gute Munition schon leer ist. Von der Schrotflinte. Krass, jetzt haben wir nochmal 2 Schrotflinten-Munition bekommen. Das ist halt echt nicht so sinnvoll, hier alles mit der Schrotflinte umzunieten, aber wenn es in dem Moment einfach nichts anderes bringt, wenn da nicht, wenn einfach nicht mehr drin ist, weißt du? So, haben wir hier irgendwas? Oh Mann. Oh, der scheiß Klicker, ey. Nein! Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. So, ja, jetzt müssen wir hier weiter, natürlich. Jetzt haben wir hier den Abbruch praktisch. Unten der scheiß Klicker, 3 Schrotflintenmunition. So. Und jetzt Nahkampf hier. Gegen die, das war erfolgreich. Und dann gehen wir am Ende hier sogar noch mit plus 1 raus. Jetzt haben wir nämlich wieder 4 Schrotflinten-Munition, das ist gut für uns. Gehen wir mal da oben ins Haus, gucken, was uns da erwartet. Vielleicht finden wir da noch ein paar Sachen. Das A und O hier in diesem Spiel. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Oh, hier ist Zeug. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier weiter. Hier wieder in die Garage oder was das ist. Fuck, wo ist das Viehzeug? So, der brennt. Und der Klicker müsste auch brennen, die müssen jetzt alle brennen. Im besten Fall. Sehr, sehr effektiv, so ein Molotow-Cocktail. Es fehlt leider Alkohol. So, im Nahkampf dann erledigen. Bam. So. Das ist ja echt eklig, ey. Na gut, so ist das Leben. Hier ist noch allerhand Zeug. Wir gucken noch mal die Leichen beim Feuer. Ob wir da noch irgendwas Nettes finden, siehst du, Schrotflintenmunition. Das geht auch immer. Dann schauen wir hier mal weiter. In dem Haus, ob wir da was finden? Kommen wir da rein? Da liegt zumindest mal eine Flasche. Flaschen haben wir schon. Ja, jetzt ist noch alles voll. Sehr schön. Ordentlich Pfeile. Jetzt mit der Nahkampfwaffe, die ist schon ausgerüstet. Die haben wir schon auf ein besseres Level gebracht.
Jetzt gehen wir hier in die Garage rein. Wo wir nichts weiteres finden. Hier lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Jetzt gehen wir durch die Katzentür. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht nicht, dass da jetzt irgendwelches Klicker-Gesocks kommt. Drin sind noch mehr von diesen Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. So, ein Schuss und ein so eine Bombe. Und Ruhe ist im Karton. Oder auch nicht. Nein! Oh, das Mistvieh. Das elende Mistvieh. So, jetzt gehen wir da nochmal rein. Haben natürlich alle Munition und alles noch behalten. Wir werfen erstmal eine Flasche. Und dann hoffen wir, dass die anderen Viecher dann auch hingehen. Auch wenn man das nicht danach aussieht. So, jetzt haben wir die. So. So. Nein! Ah, da hat die Waffe nicht schnell genug nachgeladen. Das ist wirklich, diese Viecher, die sind wirklich grandios. So, im Haus. Oh. Ah, immerhin plus eins Munition hier. Bei der Schrotflinte. Jetzt haben wir zwar nicht mehr unsere guten Bombenzeugs da, unsere Nagelbomben, aber die Schrotflinte ist zumindest mal besser ausgerüstet. Da hinten sehe ich was leuchten. Gehen wir auch jetzt gleich mal hin. Ah, sehr schön. Nochmal Schrotflinte plus zwei. Das hilft uns hier im weiteren Spielverlauf auf jeden Fall. So, Messer können wir herstellen. Haben wir schon drei. So, wunderbar. Haben wir wieder ordentlich was an Gepäck hier dabei, jetzt hinten auf dem Rücken. Ordentlich an Waffen was dabei. Schlecht ist das nicht. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! So, wo ist die Kleine eigentlich hin? Wunderbar. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Immer. Augen offen halten hier. Alles durchforsten.
Zumindest eine Schere. Besser als nichts. Hey Joel. So, ja? Hier liegt auch noch Zeug. Alkohol, sehr schön. Können wir Molotow-Cocktails herstellen? Ah, fehlt immer noch. Und hier sind ganz viele Pfeile noch und oh, sehr schön. Erreichte Werkzeugstufe 1. So, und jetzt helfen wir ihm hier, einmal das Tor nach oben zu machen. Oha. Was hab ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Oh, oh, oh. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Mit Schleichen kommen wir vielleicht vorbei. Gezogenen Schrotflinte hier am Start sein. So. So, jetzt müssen wir aber hier mit dem Nahkampf auf jeden Fall zur Sache gehen. Und ich bin mittlerweile dafür, dass die Kleine eine Waffe erhält. So, sehr schön. Haben wir auf jeden Fall unsere Schrotflintenmunition einigermaßen wiedererhalten. Das Mistvieh, das Gesocks da. So, jetzt haben wir hier erstmal nachgeladen. Ellie, lauf, lauf! So. So. Ah, nein, nix beißen. Wichser, in die Fresse, komm. Gib ihm. So, komm. Mach den Mixer doch einfach nur kalt, ey. Ich will nicht noch mehr Munition für den vergeuden, ganz ehrlich. Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? So. Ja, geh mal hoch da. So, wunderbar. Vorsichtig da. Danke, Bill. Danke, Bill. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Ja, wir machen noch eben ein Medikit anwenden. Mist. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Verdammt, verschlossen! Er wird dich halten! Verschlossen. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ich hab's! Durch das Fenster! Schnell! Ja, komm, los! Der Knicker gesockt. Los, komm! Alter Lachs, ja. Besser ist das. Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich. Das wird nicht halten. Ach komm. Bist du jetzt so weit? Was?
Es ist er, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! So, weiter geht's! Boah, krass! Weiter geht's hier, die... Wir schleichen uns hinten raus. So, das war nix. Da haben wir eiskalt daneben geschossen. So, schauen wir nochmal, was uns hier erwartet. Wir schleichen uns raus. Ey, bleib doch mal ganz entspannt, oder das Scheißvieh beißt einen wieder. Ich geh da gleich rein mit der Schrotflinte und niete alles um. Das ist das Einzige, was gleich noch geht. Es ist einfach so. Wir haben nichts, was wir herstellen können. Molotov-Cocktail, nichts. Hier geht einfach nichts so, dann gibt's die rabiate Methode auch gut. Die Klicker sind ja die schlimmsten, da müssen wir wirklich aufpassen. Lass uns die nicht erwischen. Das scheiß Gesocks, ey. Komm, trete er in die Fresse, so. Durch die Klassenräume geht's. Hier, auf jeden Fall. Nochmal Munition bekommen. Den Flur runter. Da oben liegt noch was. So. Jetzt kann ich aber was herstellen. Molotov-Cocktail, jawoll! Das ist schon mal gut. Damit kann man viele von den ganzen Viechern auf einmal erledigen. Ein Chemieraum, da dürfte man auch noch was finden. Hier geht's durch. Wir müssen an denen vorbei. So. Im Nahkampf. Erledigen wir die. Komm, zieh ihm eine über die Rübe. Wunderbar. Wunderbar. Haben wir uns die Munition gespart. Und haben wir den auch gut eine über die Rübe gezogen, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Hier liegt noch was. Habe ich noch was glänzen sehen? Ja, eine Flasche, aber die haben wir. Flaschen haben wir schon voll. Da können wir lang. Den Flur runter. Oh, das Scheißvieh, die sollen brennen. Oh, Scheiße. Der brennt doch eh. Jawohl. Sehr schön. Munition gespart. Die verbrennen einfach. Gibt's hier irgendwas? Wir müssen mal warten. Ob wir da irgendeine Munition noch kriegen oder sowas von denen? Sieht auch nicht so aus. Ich meine, die sind ja schon tot. Ich meine, Toter geht ja gar nicht mehr. Ah doch, siehst du, da ist noch was. Wollen wir natürlich mitnehmen. So, laden wir mal nach. Und weiter geht's. Hilf mir mal damit. Okay, bereit? So, dann drücken wir mal. Viereck. Komm schon. Noch mehr. Türen versperrt. So, oh, sehr schön. Das klingt nicht gut. Alter, was ist das denn? Bloater, hundertprozentig. Verdammt, was ist das? Ein verdammter Bloater. Ein was? Ellie, in Deckung! Ich mach das.
Alter, was braucht der denn an? Was ist das für ein Vieh, ey? Krass, einige Infizierte haben übergroße Pilzplatten, die sie als Schutzpanzer verwenden. Da hinten ist ein Kugel. So. Die Bloater sind natürlich schon langsam. Alter, die sind richtig krass, diese Viecher. Echt eklig, ey. So. Die halten wir uns vom Leib. Das ist nicht hier die schwerste Aufgabe. Nur wie wir diese Blöcke töten. Das ist mir halt noch ein bisschen ein Rätsel hier. Ich hab's gleich! So, jetzt haben wir erstmal das Medikit angewandt. Wie kriegt man diese Scheiße tot? Die kriegst du nicht einfach. Ja! Er liegt! Ist das krass. Na toll, 6 Munition wiederbekommen von dem Vieh. Aber das ist ja krass. Sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte? Ja, ja sicher! Aber vorher will ich hier erstmal alles leerräumen, was geht. Wieder 8 Munition, sehr schön. Hier liegt auch noch was, ein bisschen Molotow-Cocktails wären nicht schlecht, welche zu bauen. Jawohl, 2 Stück ist das sogar. Wunder, ne. So. Wollen wir mal schauen, wie wir hier rauskommen. Ich nehme mal da oben durchs Fenster. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Sehr schön. Jetzt haben wir auch die letzte Gruppe, glaube ich, die Bloater kennengelernt. Die letzte Gruppe von Infizierten. Verdammte Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, okay! Oh nein! Wir sind ja auch schon fast, wir waren ja auch schon eigentlich tot praktisch. Na gut. So. So. Ja, zappel mal vor dich hin. Oh, ich hasse diese Dinger. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. So, jetzt gehen wir da hoch und das ist auch die letzte Aktion hier für diese Folge The Last of Us. Ja, komm, hoch da. Ziemlich hoch. Wunderbar. Und damit hat sich das jetzt auch. Wir gehen auf Spiel speichern. War wieder eine sehr coole Folge. Sehr interessant, wie die Story hier weitergeht. Und wir kämpfen uns jetzt, ja, langsam und sicher mal durch die Städte hier.
Bloater haben wir kennengelernt, ziemlich große Viecher, die zwar langsam sind, aber dafür ordentlich was an Munition einstecken können. Und ich bin gespannt, wie viel wir davon noch kennenlernen in nächster Zeit. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Dann sehen wir uns morgen 17 Uhr im nächsten Part von The Last of Us. Hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Raphael von GameTastical HD. Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA.